Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir werden heute die Quest mit dem Valentine-Typi machen. Dafür müssen wir... Wohin eigentlich? Nö, da drüben nicht. Da unten drunten müssen wir hin. Ach, du liebe Zeit. Park Street Station. Genau. Also, hin da. Jo. Die Siedler werden mir auch noch helfen, irgendwann mal, aber ja. Puh, dafür brauchen wir Beton. Dafür brauche ich eine Händlerin. Oder wir schaffen es, dass die ganzen Werkbänke, Rüstungsbänke etc. miteinander verbunden werden sein können tun. Ja, aber zuerst mal tun wir ein bisschen questen wieder mal. Mhm. Warum? Weil es lustig ist. Oh ja. So, lieber Ladebildschirm, mach hinne. Wir wollen spielen. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Drei Jahre später. Super. Da vorne geht's rein. Irgendwelche Feinde in der Nähe? Nope. Hier ist auch nichts, dann gehen wir gleich mal rein. Das ist praktisch, wenn man schon Sachen entdeckt hat. Mhm. Muss ich schon sagen, das ist toll. Von einem Ladebildschirm zum nächsten, ne? Yeah. Okay. Wenn ich dir noch sage, zu Skinny Malones Runde zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Hau dich doch nur mal los. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulehnen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Oh, das ist aber auch nicht nett. Ich bereinige das... Ja, was machen wir? Die Füße? Hat super hingehauen. Ja, sicher. Bäm. 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 Alter, was ist mit du? Jawohl. Wer schießt da noch? Da ist so ein Pferd. Ja! Sind wir fertig? Gehen wir mal so eine Köterkeule essen. Ah, da hinten ist so ein Kerl, Jetzt ist er wieder weg. Gehen wir auf die Seite, Edda. So, da drüben, Zigaretten, ganz wichtig. Ja. Hallo? Ah, nicht getroffen. Jetzt aber. Puh. Da ist gleich mal eine Tür. Supi. Hier haben sie nirgends sowas. Armselig. Ist hier irgendwas? Nur ein paar dumme Kisten und sonst nichts. Da was drin? Tatsächlich schimmeliges Essen. Mm, köstlich. Köstlich. Da hinten. Aufpassen, dass wir hier nicht überrascht werden. Von irgendwelchen bösen Fallen. Benzinkanister. Super. So. Was haben wir da? Naja, Toilette. Alter! Ferkel, Elendiger. Wir wurden nicht getroffen. Supi. Weißer Teller. Am Klo ein weißer Teller. Ja, warum nicht? Seife. Sonst sind wir hier auch schon fertig, ne? Dann schauen wir mal hier rüber. So. Ich
Ich kann mir vorstellen, dass auch hier gleich wieder clashen wird. Kein gar nichts. Alles klar. Alles gut. Dann hatschen wir darüber. So, was hast du Schönes für uns? Ich habe vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Ja, sowieso. Das ist eine gute Idee. So, hier mit dem Zeugs. Da ist auch jemand zerrissen. Das war's. Du. Ui, den Kopf. Aluminiumdose, sehr schön. Und auch dieses Zeug hier nehmen wir gerne mit. Was ist das? Okay, Tellerchens. Becher. Hier drinnen. Ja, so ist auch, geht's auch. Einfach umschupfen alles und dann passt das schon. Schreibtisch, ein Terminal. Ja, gleich. Machen wir gleich. Zuerst noch hier das ganze Graffel mitnehmen. So, so, so. So, 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 so. Ein Schlafsack. Weißt du was, ich schlaf. Ja, mit der Powerrüstung geht's wieder nicht. Wartet mal. So. Na, ausziehen. Jetzt komm, ist das ein Scherz? Geht ja. Nur kurz mal hinlegen. So. Eine Stunde, das reicht. Einsteigen. Ich glaube, wir sind schon überladen. Erfolgreich. Zack, zack. Edda. Ja, ne? Du kriegst was von mir. Wollen Sie Ihre Last etwas verringern? Jo. Ja, sind wir tatsächlich. Und zwar kriegst du mal den gesamten Schrott wieder mal. So, dann Inventar Waffen. So, und die kannst du auch haben. Kleidung selbstverständlich. Na, warte, den Erik nicht, aber das andere Graffel. Ja, Roboter-Sachen, das sind super. Das können wir dann gleich den Siedlern geben. Dann werden wir sie nach und nach immer mehr damit ausrüsten. Und... passt, sind wir fertig. Und dann werden sie hoffentlich nicht leicht umgeschossen. Wobei, die haben jetzt ja auch tolle Arbeit geleistet. Das muss man schon sagen. U-Bahn-Marke. Ja, nehmen wir auch gern mit. Haben wir hier noch was? Haben wir da noch was? Nein. Dann den Terminal. Fahrkarten kaufen. Okay. Funktion deaktiviert. Die Verkaufsfunktion des Terminals wurden abgeschaltet. Wenden Sie sich an einen Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten. Hinweis, Terminal abgeschaltet. Ja. Der Kauf von U-Bahn-Fahrkarten ist zu dieser Haltestelle wird am 11. Februar 77 automatisch im Rahmen Ihrer Schließung eingestellt. Richten Sie Fragen bitte vor der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses an den Haltestellerleiter oder Voltech-Mitarbeiter. Wiederholung. Ab dem genannten Datum werden am Park Street Terminal keine weiteren Fahrkarten ausgegeben oder geprüft. Bereits erworbene Fahrkarten sind weiterhin an allen anderen U-Bahn- und Einschienenbahn-Service-Plattformen in Posten gültig. Vielen Dank. Super. Nachricht an Mitarbeiter. Naja, wenigstens ist die Fahrkarte nicht umsonst, ne? Also ungültig, wertlos. Sehr geehrter Mitarbeiter, ID. Wow.
Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Haltestelle Park Street aufgrund eines Aufkaufs durch die World Tech Corporation geschlossen wird. Daher werden wir unsere Aufzeichnungen durchgehen und unsere vielen geschätzten Mitarbeiter anderen Haltestellen und Abteilungen zuweisen. Das System sollte Ihren neuen Einsatzort automatisch finden. Sie werden folgendem neuen Ort zugewiesen. Mitarbeiter gekündigt. Das ist ein Ort, wusste ich gar nicht. Danke, wir freuen uns darauf, noch viele weitere Jahre mit Ihnen zu arbeiten. Ja, aber ich bin ja gekündigt worden, also der Kerl. Gestört. Gestört ist das. So, nein, ja, nein, nein, ja, nein, nein, scheiße. So, ich weiß, das sagt man nicht. So. Cool. Superkleber. Superkleber, fein. Metalleimerchen. Was haben wir da? Da war gerade was. Da, langsam. Kronkorkenvorrat. Also da unten, okay. So, her mit dem Zeug. Aufbereitetes Wasser. Ich hätte gern schmutziges. Und da, ah, da ist ein Safe. Schau, schau, schone. Halt. Nein. 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 Ja. Alter. Nein. Nein. Ja. Ja. Super. Das wär's. Patronen. Haufenweise Patronen. Vorkriegsgeld und eine Pistole. Oh. Kurzläufig. 44er Pistole. Jo. Mhm. Gehen wir 44er Waffen, also Munition kaufen. Fein. Gut. Hier sind wir dann eigentlich fertig. Da ist noch ein paar Flaschen drinnen. Na, würdest du bitte? Danke. Gut. Dann gehen wir hier mal raus. Der ist auch schon erledigt. Da ist noch eine Blechdose und ich glaube, da ist noch eine Coca-Cola-Flasche, richtig. Eine Bank. Was haben wir hier noch? Whisky-Flasche, ja, viel saufen, das ist wichtig, ne? Eine Zeitung. Da ist auch noch eine Flasche. Puh. Da haben wir auch noch eine. Da haben wir einen wunderschönen Kopf. Und ich glaube, das war's fürs erste hier einmal. Haufenweise Telefonzellen. Gut, dann gehen wir da hinten weiter. Warte, was ist das? U-Bahn-Marke. Da schaut schon so verdächtig aus nach einer Falle. Hm? Ein Schirm. Da schau her. Jetzt haben wir endlich einen Schutz vor dem Regen. Hm, Coca-Cola-Fläschchen. Supi. Da ist noch eine Matratze. Ein paar Flaschen. Gut, gut, gut. Dann schauen wir hier runter. Noch ist keiner, der uns da angreift. Noch eine Waage. Super. Boom. Da, da. Fertig. Und gleich. Boom. Schön. Wo bist du? Tschüss. Alter, alter, alter. Da hinten ist so ein Hampelmann irgendwo. Alter, alter, alter. Ist schon gut. Tschüss. Ja, und jetzt? Ah, da drüben. Nicht getroffen. Aha. Das ist nicht mehr ausgegangen. Supi. Nanu, wo ist denn hin? Hallo? Hallo? Ah, da ist einer. Na komm. Willst du mir sagen, das geht so nicht? Jetzt aber.
Knie wäre besser. Jawohl. Du bist erledigt. Wo ist der Kerl hin? Hallo? Noch jemand? Aua! Da schießt einer. Verdammt, nicht erwischt. Der ist kaputt, leider. Da ist noch so fährt. Jawohl! Ist jetzt Ruhe? Schaut gut aus. Schön, es ist Ruhe. Todesschütze, ja. Puh. Todesschützen. Das sind wir, bitte, nicht du. Ich werde nochmal so eine Köterkeule naschen. Mh, köstlich. Vor allem selbstgemacht. Da steckt, hoppala, da steckt Power drin. So, ja. Der ist schon ausgeraubt. So. Ja, ich mache mal ein bisschen Licht. Lichtelein, Lichtelein. La la la, Lichtelein. Was haben wir da? Was bist du? Nix. Da ist nix. Warum ist da nix? Vielleicht hört sowas echt. Hm, ein alter Zug. Heureka! Viele Züge. Oh, verdammt. Was war das jetzt schon wieder? Ich darf nicht so schnell drücken. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas bekommen und ich habe schon wieder das weggeklickt, weil ich so schlau bin. Verflixt. Aspekt gefüttert. Irgend sowas vielleicht? Kyro. Sowas vielleicht. Einfrieren? Echt? Aha. Ich denke mal, dass es sowas war. Hoffe ich jetzt mal. Entschuldigung. Immer diese nervöse Finger. Es ist ein Wahnsinn. Was haben wir da? Cram. Jawohl. Einen Radio. Da hinten ist ja auch einer abgenippelt, oder? Da. Was haben wir da hinten noch? Geht's weiter, scheint mir. Hoppala. Ah, da ist noch was drin. Benzinkanister. So. Mal hier eine Runde machen. Was haben wir da? Aluminiumdose. Ja, schmutziges Wasserle. Ich freue mich. Hurra. Da ruft wieder unsere leckere Gemüsesuppe. Hm. Ein Döschen. Da ist auch einer verwurschtelt. Achso, das sind Kohle. Mhm. Sehr gut. Ist hier noch was? Nope. Nein, nein. Darüber. So, alle hopp. Die Äther ist auch da. Fein. Alle hopp. Was haben wir da? Ein Terminal. Mal schauen. Fahrkartenkauf. Hinweis, Nachricht an Mitarbeiter. Das haben wir schon. Handschellen. Super. Da, 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 da. Auch heute noch werden Handschellen gewürdigt. Da. Die Nutzung der Handschellen gewürdigt. So würde ich eigentlich sagen. In verschiedenen Bereichen. Ja. Wer das halt mag. So. Oder wer es braucht. Ja, da gehen wir gleich entsperren. Ja, es klemmt schon wieder. Mhm. Jetzt. Schön. Supi. Nanu. Servus. Aha. Und das hält.
Ada. Ada, halt. Ich hab's gewusst. Da ist schon wieder sowas. Nicht mit mir. Aha. Schmutziges Wasser. Juhu. Und ein Experten-Safe. Nein. Ach. Ja. Fast. Nein. Ja. Super. Großes Becherglas. Kyrogranate. Aha. Silbertafelmesser. Taschenurne, silberne Splitterminen. Stealthboy. Und Superkleber. Super. Supi. So, Malpinsel. Boah, da gibt's echt viel. Der Raum hier hat sich ja echt einmal gelohnt. Ist was drin? Nein. Ada, du kriegst schon was. Bleib mal stehen, meine Gute. Ist da noch irgendwas? Nein. Gut, Ada, stopp, halt. Ada. Hey, ja. Da kriegst du was von mir. Sie finden, was Sie suchen. Ja. Würdest du bitte Pfeil und so? Ja. So, der Schrott von und zu, kriegst du alles. Alles, was geht, kannst du haben. So. Dab, 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 dab. Drücken, 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 drücken. Meine Enter-Taste wird auch mal sagen, weißt was, Zocki? Ich mag nicht mehr. Tschüss. Und dann habe ich es gerichtet. So, das kannst du auch haben. Die behalte ich noch. Die kannst du auch haben. 35 kannst auch haben, derweil so Kleidung, das kannst du haben, das auch, das sowieso, so wie das hier, dieses und jenes, eine Sonnenbrille, das kannst du auch haben, so, dann Hilfsmittelchen und so weiter, Munition, das passt schon so. Gut, dann gehen wir weiter. La li la la. La 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 la. Kreide. Benzinkanisterchen. Jawohl. Dann sind wir hier scheinbar auch schon fertig. Dam di da, dam di da. Dann können wir gleich weitergehen. Ah, hopp. War, nicht aufhängen. Six, das Speichern wäre auch mal nicht schlecht. Ha. Ja. Ich würde sagen, ja. Das können wir schon so machen. Dam, 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 dam. Ahui. Dam, 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 dam. Ölkanister. Aha, da brennt's. Wunderbar. Das da vorne schaut ja komisch aus. Das da, das habe ich oben schon leuchten sehen. Eine Nuka-Cola Quantum. Super. Supidubi. Frostschutzmittel. Super. Und hier noch ein Eimerchen und eine Schaufel. Kann man immer brauchen. Zum Beispiel zum Leichen vergraben. Also die Schaufel halt, ne? Den Eimer kannst du brauchen, um Erde reinzutun und dann schneller zuzuschaufeln. Also wieder zu bedecken, die Erde. Also die Leiche mit Erde, so. So, ah, da ist noch eine Tür. Hallo. Was? Von wo? Ich habe mir nur die Tür geöffnet. Du Scherzkeks. Tschüss. Wo ist der nächste? Genau in den Arsch. Der nächste. Jawohl. Wow, Alter. So muss das ausschauen. Yep. Noch jemand? Nein, schaut nicht so aus. Ups. Ah, das war ein schöner Schuss, ne? Ada und ich, ne? Und wir alle zusammen. Wir sind ein Dream Team. So schaut's aus. Jawohl, her mit den Eimer. Ich habe schon das Gefühl, dass es hier gleich mal wieder Bumm machen soll. Wo geht's denn da hin? Back Bay. Da geht's wieder raus wahrscheinlich, ne?
schau mal. Schaut so aus, ja? Dass es wieder ganz rausgeht. Ich denke mal damit, dass man da irgendwie so auf dem Dach oder so ist. Und vielleicht finden wir hier irgendwelche Items. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Na komm, lad schneller. Ho, ruck. Ho, ruck. Mach hinne. Komm schon. Ja. Oh, entdeckt, Vault. 114. Echt? Da schaut ihr einen an, oder? Oh, ein Pilz, der leuchtet so hell. Ist ja super. Trotzdem möchte ich wieder da rein. Fisch. So. Baum, Baum. Baum, Baum. Schließlich haben wir hier noch etliche Leute jetzt auszurauben und eine Mission zu erfüllen und überhaupt viel zu machen tun. Bergbau, Bergarbeiter helfen. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Jo, eigentlich schon. Kann man eigentlich so in etwa stehen lassen. So, her mit dem Graffel. Da hat es wieder eins zerrissen. Also das gehört eh da dazu. So. Also jetzt, wo der den Kopf ab hat, schaut der richtig hübsch aus, oder? So, ja. Was haben wir da Schönes? Nix. Hier haben wir wieder das nächste Opfer. Aha, da oben ist was. Aha. Das waren jetzt drei, die wir ausgeräumt haben. Zementsäcke, die nehmen wir gerne mit. Wenn wir dann irgendwie mal Sand oder so hätten und eine Mischmaschine, könnten wir eigentlich selber Beton herstellen. Wenn das echt gehen würde. Edda, kannst du mal... Hey. Ich bin schon wieder voll. Handel, bitte. Jo. Du kriegst schon wieder Graffel von mir. Ich bin schon wieder voll wie ein Christbaum. So. Wie? Mädel, du kannst nicht schon überfüllt sein. Verdammt. Da ist echt schade. Da wäre noch schön, wenn man sehen könnte, wie viel Edda wirklich tragen kann. Ne? Überhaupt die Begleiter. Dass man weiß, was eventuell noch Platz hätte, ne? Kleidung, halt, da war sie schon. Der hat vielleicht noch Platz. Ja, da sind wir schon voll. Irgendwas Kleines noch Platz? Nicht so recht, ne? Aber ich glaube, wir sind eh schon am Ziel angelangt. Also ich hoffe mal stark, dass wir jetzt nicht noch irgendwelche Sachen da tragen müssen. Ach so, da ist die Vault. Sie mal auf, oder? Ich lade mal nach. Cool. Bam. Hallo. Ich hasse es, wenn die die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Nein, aber ich bin's. Tschüss. Hey, Edda, gut gemacht. So. Was haben wir da? Was ist das? Entsperren, Schlüssel erforderlich. Einen Schlüssel auf. Ah ja. Ein Anzug. Was? Oh. Jawohl. Ah, Scheiße. Ich werde dich auslöschen.
Menschen. Na, jetzt treffe ich nichts mehr. Ist ja super. Und? Jawohl. Schön. Was machst denn du für eine Sauerei, bitte? Du hast überhaupt keinen Anstand. Ah, herrlich. So, ich werde mal wieder was essen. Was ist da? Schiebetür schließen. Nö, so, da will ich rein. Vielleicht ist da ja was Besonderes drin. Oder was Tolles. Oder überhaupt irgendwas. Naja. Okay, so toll ist das jetzt hier auch wieder nicht. Da geht's runter. Verflixt. Wo soll man denn jetzt zuerst hin? Ist da drüben irgendwo was markiert? Nö, oder? Das passt ja so. Ja, geht eh nur ein Weg, ne? Und da eben für später. Jetzt brauchen wir den Schlüssel. Warte mal kurz hier schauen. Ja, sehr gut. Da ist auch was. Hätte ich fast übersehen. Böse Zocki. So. Geschafft. Ja, Klebeband, Schraubenschlüssel und Skalpell. Ach hey, da fällt mir gerade ein. Bei unserer Vault müssen wir auch mal wieder hinschauen. Da ist ja noch eine Waffe, ne? Die auf uns warten tut. Haha, die habe ich ja komplett vergessen. Pfui, die müssen wir auch mal holen gehen. Bis ich hier draußen bin, habe ich es wahrscheinlich wieder erfolgreich vergessen. Dass ich dahin wollte. Wäre ja eh nichts Neues. Gut, jetzt sind wir da. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Mord in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von Luft. Meine andere Waffe. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinger abgezogen. Man schnappt sich ein paar Jungs aus der Gewerkschaft für einen Baujob, der nie endet. So bleiben alle auf der Gehaltsliste. Aha. Ist das was? Nein. Oh, da haben wir auch was Tolles. Wie leise ist denn? Da stirbst du jetzt bald mal. Aha, das geht nicht. Oh, Entschuldigung. Das war nicht gerade nett von mir, wo ich da gerade hingeschossen habe, aber effektiv. Ja. Ups. So, was haben wir da? Eine Pistole. Ja, du kannst ja auch nichts mehr tragen. Bist ja auch voll wie ein Christbaum. Ich hätte mich wegporten sollen. Und wieder herporten sollen. Und dann hätte ich noch vieles andere machen sollen. Ja, hätte, sollte man. Müssen wir halt ein bisschen latschen. Gehst du jetzt auf? Ja. Gottes Willen, wie tief geht's da noch rein? Einfach mal ein bisschen rum. Scheiße, ein ganzes Ding verbraucht. Wer grummelt da rum? Ach, da drüben ist so ein Kerl. Ich. Nein, aber du. Siehst du das? Sag ich ja. Ich hab's ihm doch gesagt. Au! Geht ja. Mann, 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 bin ich überladen. Scheißen Dreck. Nix gut. Ach ja, da haben wir eine schöne Dose. Was denn?
Alter. Ich sehe mein Ziel nicht mehr. Ist sicher nichts da. Wo ist er denn da? Ja, geht ja. Ist ja ungeheuerlich, sowas nicht mehr looten darf man hier. Verschämte Bagage. So, her mit dem Klumpert. Der zweite ist da drüben verreckt. Nachladung auch mal nebenbei, wenn wir eh nur mehr gehen können. So. Dann geh mal da runter. Alles voll mit Rödeln. Also ganz ehrlich, da hat unser Wald schön ausgeschaut. Na toll, jetzt darf ich... Boah, jetzt habe ich Glück, dass da eine Treppe ist. Da ist auch ein Bilderbrösel. Ja. So, dann gehen wir hier rauf. Ich könnte wieder was essen. Köstlich. Jetzt verstehen wir langsam die Japaner und überhaupt die Leute, die so gerne Hund essen. Schmeckt ja wunderbar. So, her mit dem Zeug. Zuerst darüber, weil da drüben ist die Quest. Schauen wir uns zuerst hier um. Wahrscheinlich führt es eh zusammen. Ja, ja, natürlich. Was? Was haben wir dann hier? Haben wir hier überhaupt was? Hier, ein paar Becherchens. Schnapsgläser, Haufen weiße Kohle. Kochplatte, eine alte Zeitung. Nein, doch nicht. Aber hier, Insta-Brühe. Was haben wir dann noch hier drin? Ja. Dann ein Eimer. Der ist noch schön. Nicht so abgegriffelt. Was haben wir da? Eine Glühbirne. Das ist doch auch was, oder? Nein. Ah, aber hier ein Schrauben. Schraubenschlüssele. Terpentin. Supi. Haben wir es jetzt dann? Ich glaube ja. Da ist noch was. Ja, schmutziges Wasser war das, glaube ich. Gut. Jetzt müssen wir hierher und dann. Wie geht's jetzt weiter? Beziehungsweise. Ah, da drüben. Da soll es weitergehen. Da geht's weiter. Was da war? Alter. Alter. Hey, wo bist denn? Ja, ja. Da. Willst du sterben? Geht ja. Wie, keine Punkte. Haben Sie etwas Brauchbares gefunden? Boah. Telefon, Haarklammerbox. Was haben wir hier noch? Spind. Gehen wir da mal noch... Oder warte. Nein, zuerst hier. Bleiben wir da. Hier, Eimer. Eine Sauerei. Vortec-Geschichten. Da ist so nix. Dann das Terminal. Ja, ja, ja. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Vortec. Freigabe SL4 benötigt. Für, nur für Mitarbeiter. Verstoß VTP 01042. Willkommen, Mitarbeiter. Willkommen nach vielen Monaten. Der Vorbereitung freuen wir uns sehr, die technischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter im neuesten Komplex der Voltec-Familie begrüßen zu dürfen. Volt 114. So wie Sie wollen wir möglichst bald mit dieser neuesten Unternehmung beginnen. Aber noch sind wir nicht so weit, dass wir die große Zahnradtür für die neuen Bewohner öffnen können. Ihnen ist vermutlich aufgefallen, dass wir hier für die Bauarbeiten externe Hilfe angeheuert haben. Das liegt an den Besonderheiten der Lage. Durch die Verwendung der ehemaligen Park Street U-Bahn-Station verringerten wir nicht nur die Dauer der Arbeiten, sondern auch die Kosten. Zudem eignet sich diese Lage perfekt für die Beobachtungsstudien dieses Vaults.
zu dem wir später ein eigenes Memorandum verschicken werden. Bis zur Fertigstellung werden sich aus diesem Grund allerdings auch zahlreiche Zivilisten in diesem Bereich aufhalten. Es ist an Ihnen, die Sicherheit von Vault 114 zu gewährleisten und das Experiment vor neugierigen Blicken zu schützen. Der Feind hört mit und sorgt so für Ihre Entlassung und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung. Nochmals herzlich willkommen, Voltec Management. Und privat, nur für Wissenschaftsabteilung. Warnung, dieses Memorandum ist nur für Mitglieder der Vault 114 Wissenschaftsabteilung und Personen mit entsprechender Freigabe bestimmt, also wir. SL4 oder höher. Ja, wir sind höher. Wir sind überhaupt in allem erhaben. Ja. Alle anderen müssen dieses Terminal sofort verlassen und den Verstoß dem Aufseher oder einem Mitglied der Voltec-Sicherheit mitteilen. Vielen Dank. Sozialwissenschaftsabteilung. Wie bereits in Ihrer Einweisung erwähnt, ist Vault 114 für hochrangige Mitglieder der kommunalen und der Staatsregierung, lokale Stars und Geschäftsleute sowie deren Familien bestimmt. Die zukünftigen Bewohner wissen, dass sie nur mit anderen Mitgliedern von Bostons und Oberschicht zusammenwohnen werden. Allerdings wurden die Annehmlichkeiten dieses Vaults den zukünftigen Bewohnern stark übertrieben dargestellt. Mehrere Familien werden zufällig ausgewählt zusammen in einem Einzimmer-Apartment leben und wohnen müssen. Speiseräume und Badezimmer werden gemeinsam genutzt, die Ausstattung ist minimal. Zudem suchen wir derzeit Kandidaten für die Position des Aufsehers. Unser Ziel ist es, jemanden auszuwählen, der keine Erfahrung in leitenden Positionen hat und zudem Autoritäten möglichst kritisch gegenübersteht. Die Personalabteilung hat gemeldet, dass es mehrere passende Kandidaten gibt. Indem wir den Bewohnern den Luxus und die Macht nehmen, die sie an der Oberfläche besaßen, können wir hoffentlich ihre Reaktion in belastenden Situationen beobachten. Vermeiden Sie es daher unbedingt, die Autorität des Aufsehers während des Experiments zu untergraben, selbst oder gerade dann, wenn das zu psychischen Beeinträchtigungen, Bloßstellungen oder Verletzungen bei den Bewohnern führen könnte. Vielen Dank. Voltec Management. Na großartig, ne? Für die Wissenschaft. Ja. Für die Wissenschaft ist auch der Part zu Ende. Jupp, wieder einmal. So, her noch mit dem Zeugs hier, weil ich es gerade gesehen habe, dass hier was liegt. Na Fisch, dann werden wir im nächsten Part uns weiter in diese Richtung hier begeben. Komplett überladen werden wir hier Schritt halten und werden schauen, ob wir unser Ziel bald erreichen werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!